Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder mit dem Award weiter. Wie angekündigt, bringe ich es einfach selbst beim Rennwagen nicht übers Herzen und baue das Ding so jetzt zusammen. Wiechers hat sich zwar echt Mühe gegeben und erst beim zweiten Hingucken sieht man eigentlich, dass hier was eingeschweißt ist, weil es ist immerhin schon ein bisschen grundiert, lackiert und so weiter. Aber ein Punkt, den ihr selber natürlich alle erkannt habt, wir gehen so heftig aufs Gewicht ein, dass natürlich diese ganzen Matten alle raus müssen. Bin mal gespannt. Wir werden es auf jeden Fall wiegen, was es am Ende ist. Ich denke mal so, da das nicht so viel ist, 2 Kilo, vielleicht 3 Kilo, mehr auf gar keinen Fall. Aber diese fette Matte da drin, Alter, so ein Ding habe ich ja noch nie gesehen. Das ist so ein richtig dickes Zeug, die pulen wir da jetzt auf jeden Fall gleich als erstes raus. Ich verstehe es auch noch nicht ganz, warum da so eine krasse Matte drin ist, weil eigentlich sitzt bei diesem Motor der Turbolader ja nach vorne, nicht so wie bei den VW-Fahrzeugen, wo oft der Turbo nach hinten sitzt, sondern nach vorne. Das heißt, die Auspuffanlage geht unter dem Motor lang. Das heißt, eigentlich ist da noch nicht mal großartig viel Temperatur. So, das ist ein Punkt, was wir in diesem Video machen werden. Ein weiterer Punkt ist Thema Kabelbaum. Hier sind jetzt natürlich mittlerweile etliche Kabel, die wir gar nicht mehr brauchen. So, das heißt, das ist der ganze Strang, der oben zum Himmel ging, für Beleuchtung etc. Passt jetzt mit dem Käfig eh alles nicht mehr. Genauso, füll mal von da so rein, René. Dieses ganze Zeug hier, dieses ganze Multimedia-Zeug, was hier im Seitenteil war, da im Seitenteil war, dieser gesamte Strang, der hier nach oben geht, jetzt mit dem Käfig, müssen wir ja gezwungenermaßen die Dach-Airbags rausschmeißen, was allerdings auch legal geht. Das heißt, der ganze Kabelstrang für die Dach-Airbags, Antennenkabelbaum und boah, hier sind so viele Kabel drin, das muss definitiv alles raus. Beispiel hier, dieses Ding hier. Antennenkabel einmal quer durchs Auto. Einmal nach links filmen, René, du kannst es gerade nicht sehen. Doch, sehe ich. Ach, sehe ich, okay, ja, cool. Hier dieses Antennenkabel, das kann definitiv raus. Das will ich euch jetzt aber in diesem Video gar nicht zeigen, weil das seht ihr, bis dieses Video öffentlich ist, auf jeden Fall noch bei der Limo. Deswegen zeige ich euch hier einfach nur am Ende die Ergebnisse. Das heißt, ich mache mir jetzt mit Tape überall kleine Markierungen hin, welche Kabel ich danach definitiv noch brauche, weil wenn der Kabelbaum erstmal raus ist, ist das immer schwierig. Und dann werde ich ausgebaut einmal den ganzen Kabelbaum abgehen, alles sauber machen, weil ihr seht, das war wirklich das Tape ab Werk und das sieht ja schon so aus, als wenn da schon dreimal alles nachgetaped wurde. Ne? Also das ist teilweise wirklich krass. Da in der Mitte hier seht ihr ESP. Das ist der ESP-Sensor, wo ich damals rangegangen war zum An- und Ausmachen. Das ganze Zeug kann eigentlich auch alles raus. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Ich klappe den schon mal vorsichtig von der Spritzwand weg, dass wir die Matte rausnehmen können. Weil das interessiert mich jetzt am allermeisten, was das Ganze wiegt. Vorab zeige ich euch noch eine andere Sache. Da brauchen wir kurz einmal Werkzeug. So, ähnlich wie ich es euch auch schon mal bei der Limo gezeigt habe. Oh. Hier habe ich übrigens einen Rat von euch befolgt. Habe ich mal was gelernt. Und zwar hat bei dem Limo-Video schlauerweise einer geschrieben, warum baust du nicht den Längsträger wie im Werk komplett mit Lenksäule und Klimakasten und so weiter ein. Das habe ich jetzt bei dem Fiat mal probiert. Ging super geil. Ich konnte, habe jetzt mal wieder so ein bisschen Rücken heute, weil das Ding gut schwer ist, das ganze Ding hier gestern einfach rausheben. So, weil ich will eigentlich an diesen Gebläsekasten ran. Ich habe diesen Gebläsekasten einmal ohne Klimaanlage besorgt, von einem 500er ohne Klimaanlage. Und jetzt ziehen wir diesen Gebläsekasten hier einmal ab und wiegen mal den Gebläsekasten mit und ohne Klima. Fehlt das so? Ja. So, weil die paar Kilos gönne ich mir auf jeden Fall. Das ist nämlich immer nicht zu unterschätzen. Und da die ganze Klimaanlage mittlerweile eh raus ist, sind das auch immer so typisch Kilos, die man halt definitiv einfach, ja, die man einfach nicht mehr braucht. So, das ein oder andere Kabel ist für mich als VWler immer noch schwierig rauszukriegen, weil die Stecker teilweise anders aufgehen. So, jetzt gucken wir mal. Hier muss es ab. Also ich muss wirklich sagen,
Das Schrauben an dem Fiat gefällt mir eigentlich. Macht Spaß? Ja, ganz viele sagen, das wäre Vollkatastrophe, kann ich bisher nicht behaupten. Also selbst der Kasten ging jetzt wirklich, 4 Schrauben waren die Dinger raus. Hier kann ich euch noch einmal zeigen, was ist die Elektroservo. Das heißt, das Auto hat wirklich an der Lenksäule einen Motor angeflanscht und sonst gar keine hydraulische Servo, sondern voll elektrisch. Hier haben wir den Sicherungskasten mit der Zentralelektrik. Auch der ist gut gemacht, geht sowohl von vorne als von hinten einfach Stecker dran. Kann man alles komplett abmachen und rausnehmen. Ist nicht schlecht. So. Hier seht ihr jetzt den Unterschied mit Klima. Das heißt, hier drin ist der Klimakühler. In dem Fall konnte ich einfach einen ohne Klima kaufen. Sieht man hier. Hier, der ist natürlich kaputt gebrochen. Das heißt, den Wasserkühler, so nenne ich es jetzt einfach mal, den Wärmetauscher für die Heizung, lassen wir komplett. Das heißt, deswegen kommt das hier eh nochmal neu. Aber hier, wo sonst die Klima saß, ist jetzt einfach zu. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das Ganze an Gewicht bringt. Ein großer Vorteil dabei ist am Ende halt einfach, es bleibt wie original. Das heißt, ich kann ganz normal Gebläse anmachen, kann ganz normal verstellen, wo ich die Luft hinhaben will. Und ganz wichtig ist auch, ich kann Umluft anmachen. Das heißt, ich zirkuliere die Luft nur drin und hole sie nicht von draußen. Das ist manchmal wichtig wegen Beschlagen, Scheibenbeschlagen. So, also wir fangen mal mit Klima an. Dort haben wir 7,15. Und ohne Klima 5,55. Ja. Ja, immerhin. Ist nicht die Welt, aber kann ich einen Big Mac immerhin mehr essen. Ja? Nee, 1,5 Kilo für nichts. Das Ding hat bei eBay 20 Euro gekostet. Ne? Jetzt haben viele gesagt, macht dir doch eine Rennsportheizung rein. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, warm Wasser vom Motor in einen Kühler im Innenraum zu setzen, wo ein elektrisches Gebläse dran ist. Dann hat man aber den Nachteil, wie bei Benny neulich gesehen, dass man eigentlich kein Kaltgebläse mehr hat. Also man kann natürlich ein Sperrventil vormachen, aber man hat nicht mehr die Zirkulation von außen. Das heißt, es gibt auch Momente, wo man die Außenluft braucht, weil es sonst im Innenraum beschlägt. Kommt immer auf den Moment drauf an, ob draußen kälter, drinnen kälter, wie auch immer. Und so funktioniert es einfach ganz normal wie ein Auto ohne Klimaanlage, somit perfekt. Somit baue ich lieber für 5 Kilo es ein und es ist wie original, ohne Halter bauen, ohne Schläuche verlegen und so weiter, als eine Rennheizung mit 3 Kilo, wo dann später nochmal Anbaumaterial 1 Kilo reinkommt und man die ganzen Funktionen nicht hat. Ne? Mhm. So, ja, 1,5 Kilo für 20 Euro, so ein guter Deal. Finde ich auch. So, jetzt geht's weiter mit der Matte. Tschung, war das ein Kampf. Bei den Matten ist es immer das Gleiche. Man gibt sich auf den ersten Metern größte Mühe, die Matte heile rauszukriegen. Und irgendwann verzweifelt man, gibt einfach auf. Aber so eine Matte habe ich wirklich schon lange nicht gesehen. Das ist wirklich, das ist der Endgegner in Sachen. Jetzt gucken wir mal, ob wir wieder. Okay, hier müssen wir wieder einen Sahara-Trick machen. Guck mal, ein Kilo abgenommen hier. Jetzt nehmen wir die Matte. Krass, ne? 7 Kilo. 7 Kilo. Nur diese Matte. Limo würde ich niemals rausnehmen. Da ist die komplette Wärme durch den Mitteltunnel definitiv da rein. Bei dem Auto, die 7 Kilo, sehe ich da definitiv nicht. Weil das Einzige, was halt ein bisschen an Wärme ist, ist hier der Mitteltunnel, wo der Auspuff unten lang geht. Der ist aber ja dank Martin Thermotech isoliert. Das heißt, er wird auch nicht so viel hochziehen. Ja. Plus Rennstreckenauto, zwar Dauerlast, aber halt auch viel Fahrtwind. Ne? Das heißt, eigentlich glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg. So, und das ist ja noch nicht alles. Hier findet man ja noch deutlich mehr. So, weil unsere Aufgabe war es ja in Summe, wir wollen aus diesem Auto die 50 Kilo von der Zelle wieder rauskriegen. Okay. Na, die fängt, glaube ich, immer erst bei 150 Gramm an. Ja, was soll's. So, jetzt, letzter Punkt. Jetzt müssen wir irgendwie diese Matten da rauskriegen. Bei Limo hatte ich das
mit Trockeneis gemacht. Da hatte ich dann allerdings am Ende das Problem, dass der ganze, auf der anderen Seite wurde es auch so kalt, dass der Unterbodenschutz, genau, danke René, abgefallen ist. Das heißt, hier probiere ich das einfach mal anders, weil es nicht so viel Matten sind. Ich nehme klassisch einfach nur einen Heißluftföhn, einen kleinen Schraber, kratze das alles weg. Ach so, ja, das war auch ein Grund, ich wollte bei Limo nicht den ganzen Innenraum lackieren. Natürlich, wenn man hier ein bisschen auf den Boden kratzt, zerkratzt man durch den Boden. Aber unser Ziel ist es ja, das Ding so richtig geil auszulackieren. Deswegen nehmen wir in dem Fall jetzt für die Paar Matten, den einfach nur in den Heißluft füllen und holen die da alle raus. So, ich überlege, ich glaube, ich nehme jetzt vorher noch den Kabelbaum raus und dann kriegt ihr ein kleines Zeitraffer, würde ich sagen, wie ich hier fleißig am Kratzen bin. Da geht aber auch noch was. Also ich sage, 1,5 Kilo. Jetzt sind wir ja schon bei 8,5 mit der Matte. Die ganzen Matten sind garantiert nochmal 3. Sind wir also dementsprechend bei schon bei 11,5. Dann Kabelbaum sind wir schon so bei 15, würde ich mal tippen. Und eine Sache haben wir jetzt tatsächlich bisher vergessen. Wir haben euch ja noch gar nicht gezeigt, was alles wiegt, was wir ausgebaut haben. Das machen wir dann am Ende nochmal. Ja. Das war auch nicht schlecht. Ziel ist es aber so ungefähr Sicherheit zuerst, 50 Kilo Zelle drin, dafür 50 Kilo irgendwie wieder rausholen an Zeug, was man auf der Rennstrecke nur unnötig durch den fährt. Ne? So, los geht's. Also, es hat sich einiges getan. Zwischenzeitlich war ich kurz davor, das Auto doch einfach zu Schwan zu schicken und entlacken zu lassen. Wobei, ist nicht ganz korrekt. Man muss es am Ende einfach nur durchziehen. Wenn man erstmal angefangen hat, ich habe die Matten auf die rabiate Art jetzt rausgeholt, wie ihr im Zeitraffer gesehen habt. Das heißt wirklich Heißluftföhn und Spachtel. Dabei zerkratzt man natürlich die KTL-Beschichtung, was in dem Fall
nicht cool ist für den Lackierer, weil natürlich der Lackaufbau ein bisschen komplizierter ist. Aber es war für mich der schnellste Weg, das jetzt rauszuholen. Es gibt auch Leute, die kriegen das tatsächlich hin, ohne jegliche Kratzer, ohne alles. Aber dann sitzt du da wirklich mit dem Plastik und machst das feinfühlig da alles raus. Wie lange hast du jetzt im Sommer gesessen? Ich würde sagen, realistisch war auch extrem schnell. Einige sitzen da Tagen dran. Ein Abend alle Matten raus. Also ein Abend heißt anderthalb Stunden. Mhm. Und vielleicht nochmal anderthalb Stunden die Klebereste weg. Okay, das geht ja. Ja, das war eigentlich okay. Und das sind jetzt hier auch keine Tiefkratzer, ne? Das ist halt einfach nur die KTL-Beschichtung, die jetzt gekratzt ist. Jetzt wird der eine oder andere sagen, boah, ist ja kacke, kann jetzt ja rosten. Kann es auch. Aber A, Rennauto, B, Innenraum, C, wird da jetzt natürlich ein ganz normaler Lackaufbau aufgetragen. Das heißt, da wird nie wieder was rosten. Was interessant zu beobachten ist, die Stellen, wo die Füße dauerhaft standen, da haben sich die Matten natürlich richtig schön einmassiert und gehen schwieriger ab. Das heißt, das ist jetzt hier auch der Worst Case anzerkratzt. Der Rest ist eigentlich viel, viel besser. Das geht eigentlich. Ja, da habe ich schon die ersten zwei Bleche ausgetrennt, weil da ursprünglich mal die Rücksitzbank drauf lag. Brauchen wir natürlich nicht mehr, weil mit dem Käfig jetzt geht da nie wieder eine Rücksitzbank rein. Unterm Strich war es aber okay bei dem Auto. Also Limo oder so ist auf jeden Fall, was Matten angeht, schlimmer, weil man da nämlich auch viele Matten hat, die hochkant stehen. Mhm. Das war okay. Also ich sag mal so, der Zeitaufwand, das Auto jetzt komplett leer zu machen, danach wieder komplett abzudichten, was ja der Mike immer macht hier von Henkel, Dr. Kleb und Dicht. Hier sieht man ja schön diese ganzen Dichtkanten, das ist ja nach dem KTL alles weg. Das heißt, da fängt man dann an, alles neu abzudichten und so weiter. War schon okay so. War auch mal wieder eine körperliche Arbeit, habe ich mal ein bisschen für meinen Kreislauf gemacht. Kann ja auch nicht schaden. So, jetzt kann es auf jeden Fall zum Lacker gehen. Wir gucken jetzt mal, was wir hier rausgeholt haben. Dieser ganze Eimer ist voll mit den Blechen und den Matten. Es werden gleich einige enttäuscht sein. 3,4 Kilo. Bist du selbst enttäuscht? Nö. Weil wenn ich mir überlege, 3 Stunden, 3 Kilo, wenn das so gehen würde, würde ich hier die nächsten 100 Stunden durchziehen. Und würde noch mal 100 herausholen. Und in dem Fall kommt einfach dazu, das habe ich jetzt gar nicht unbedingt fürs Gewicht gemacht. Also klar, natürlich fürs Gewicht, weil es mir schon bewusst war, dass es nicht so viel ist. Es wird aber, ich sag euch, wenn das Ding vom Lacker wiederkommt, wird das schon krass aussehen. Mhm. Diese weiße Badewanne, die danach entsteht, mit diesem schwarzen matten Käfig drin, das wird schon geil aussehen. So, und es sind halt einfach 3,5 Kilo, die jetzt einfach weg sind. So, dann haben wir mit dem Thema Kabelbaum angefangen. Da jetzt eine ganz große Frage an euch. Schritt 1 war erstmal nur, alle Kabel rauszutrennen, die wir einfach nicht mehr brauchen. Das geht relativ einfach, wenn ich als Beispiel ein Kabel oben am Dach habe, wo original die Hupe drin war und ich weiß, die Antenne drin war und ich weiß, das Ding hat kein Radio mehr, brauche ich also alles, was Multimedia ist, kann alles raus. Somit kann ich einfach die Kabel verfolgen und immer weiter einkürzen, bis ich dann irgendwann an dem Sicherungskasten angekommen bin, da pinne ich sie aus und fertig. So, das ist der Teil, den ich jetzt schon mal gemacht habe. Das heißt, hier ist jetzt alles raus, was wir nicht mehr brauchen und es liegt nur noch das drin, was wir brauchen. So, das heißt zum Beispiel, das Kabel, was da vorne rauskommt, ist zum Beispiel der ABS-Sensor vorne. Ne, ist nicht korrekt, das ist der Seitenblinker. Dann haben wir dieses Kabel, was da unten rauskommt, aus dem Bodenblech hier, wo noch was so isoliert ist. Ne? Das ist zum Beispiel der ABS-Sensor und dann der minimale Kabelstrang, der nach hinten geht, ist das, was wir für Rücklicht noch brauchen. Genau das gleiche habe ich auf der Fahrerseite gemacht. Da kommt allerdings einmal noch die Spritpumpe dazwischen. Ja, und mehr Kabel bleiben dann auch am Ende nicht. Und dann rigoros hier auch an dem kompletten Träger. Hier haben wir auch wirklich alle Kabel erstmal rausgemacht, die wir nicht mehr brauchen. Bleiben am Ende auch wirklich nicht so viele Kabel über. Das heißt, das Ganze jetzt wird jetzt Stück für Stück ausgepinnt und dann wird der Baum einfach neu gewickelt und dann ist das soweit schon mal ready. Ein Teil, den ich mit Absicht komplett gelassen habe, ist alles, was hier an dem Lenkwinkel dran ist. Weil diese Kabel kann ich nämlich später, die waren ursprünglich für Multifunktionslenkrad. Habe ich natürlich nicht mehr. Aber man kennt es ja aus dem Rennsport, man will sich ja vielleicht später irgendwann mal den einen oder anderen Knopf aufs Lenkrad legen. Mhm. Und deswegen ist es niemals verkehrt, die Kabel in diesem Schleifring zu haben, weil der Schleifring ist dafür da, dass du ja irgendwie lenken, lenken, lenken und trotzdem das Kabel ja Kontakt haben muss. Und deswegen sind hier so Schleifringe drin. Und so funktioniert dieser Drehausgleich. So, das heißt, wenn man ein Kabel am Lenkrad haben will, muss das durch diesen Schleifring gehen.
So, und da ich da noch so ein paar Sachen vorhabe, auch mit dem Linkwinkelsensor und so, habe ich die Kabel alle drin gelassen, aber mir schon zurechtgelegt. Die bleiben quasi frei. Das sind die, die aktuell unbenutzt sind, die ich später benutzen kann. So, das heißt, wir müssen jetzt, bevor der Kabelbaum hier jetzt komplett rausgenommen wird, wickele ich den jetzt überall nur grob nach Position wieder zusammen. Das heißt, ich lege mir den hier schön zurecht und mache überall nur alle paar Zentimeter einen Wickler rum, dass die Kabel einigermaßen gleichmäßig liegen. Gucke mir noch einmal an, wo ich sie später im Innenraum verlegen will und wickel sie dann ausgebaut schön auf dem Tisch einmal komplett ein. Und mit was hast du da irgendwie ein Spezialzeug? Nö, ich nehme einfach immer dieses Textilband. Gibt's von Tesa. Bin ich irgendwie Fan von. Hm. Hab früher ganz viel mit Schrumpfschlauch gemacht. Schrumpfschlauch ist halt das Problem, dass du den Schrumpfschlauch nur rüberkriegst, wenn keine Stecker am Ende drauf sind. Stimmt. Das heißt, du kannst nicht irgendwie mal ein Kabel zusätzlich reinlegen oder so. Weil dann musst du komplett Schrumpfschlauch runter und es dann theoretisch wickeln oder wieder alles auspinnen und neuen Schrumpfschlauch drauf halt, ne? So, deswegen habe ich ja beim Oma-Golf alles mit Band gemacht. War geil, werde ich hier definitiv auch so machen, weil ich weiß, hier werden noch etliche Kabel dazukommen, wegkommen, wie auch immer. So, sonst ist, muss ich wirklich weiterhin sagen, bin ich ultra Fan von dem Auto, auch vom Schrauben her. Das macht richtig Spaß, auch wie der Kabelbaum aufgebaut ist. Also wir haben jetzt wirklich den ganzen Kabelbaum gestrippt, bis in den Innenraum, bis im Motorraum. Und das ist jetzt nämlich der letzte Teil. Also das ist ein großer Gesamtkabelbaum. Der kommt hier raus, teilt sich dann einmal auf nach links zur Beleuchtung, nach links und nach rechts zum Motorsteuergerät und zum großen Sicherungskasten, der ist. So, ich kann den jetzt so aber komplett zusammenziehen und ausgebaut bearbeiten. Jetzt kam mir allerdings die Idee, da ihr diese Schlaufe seht, die bis zum Sicherungskasten geht, die Schlaufe wäre theoretisch lang genug, dass ich sie in den Innenraum unter das Armaturenbrett lege. So, hätte einfach den Vorteil, A, sieht es geiler aus, wenn der Motorraum schön sauber ist und B, ist es natürlich bei so einem Auto immer gut, das Gewicht von vorne möglichst nah in die Mitte zu holen. Mhm. So, dann könnte ich nämlich wiederum auch die Batterie zum Beispiel hinter den Beifahrersitz. Da muss man immer aufpassen, wenn man eine Batterie verlegt. Viele sagen immer Batterie im Kofferraum. Ja, das macht Sinn bei einer Batterie, die 20 Kilo wiegt. Wenn wir allerdings eine Batterie haben, die nur 1,5 Kilo wiegt, ist das Kabel nach hinten schwerer als die Batterie. Stimmt. So, weil man ja für die Batterie immer dickes Kabel braucht. Wenn ich jetzt aber den Sicherungshalter, weil hier halt das Haupt-Plus-Kabel dran geht, ne, lege ich diesen Richtung Innenraum und lege nur noch ein Meterkabel zu der Batterie, könnte das Ganze gewichtsmäßig am Ende doch nicht leichter werden, aber besser verteilt sein. Mhm. So, und bei uns zählt ja auf der Rennstrecke am Ende, dass es gut verteilt ist. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Und jetzt kommt meine Frage an euch, das müsst ihr jetzt mal in die Kommentare ballern. Wie heiß seid ihr auf diese Kabelthematik? Man liest immer ganz viel Kabel, 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 machen, 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 machen. Bin mir aber nicht sicher, ob es nicht nur einen von 100 von euch interessiert und der Rest sich nicht reinziehen würde. Weil wir können natürlich zu der gesamten Thematik Kabelbaum ein krasses Video machen. Weil das wird richtig viel mit Tacho, ABS, anderes Motorsteuergerät und. Das heißt, wir müssen eigentlich alles neu bauen, außer Beleuchtung etc. Deswegen konnte ich auch so radikal die Kabel hier rausziehen. Könnt ihr mal sagen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht, weil das für uns definitiv ein aufwendiges Video ist, weil wir das in mehreren Schritten immer filmen und schneiden müssen. Ne? Aber ich bin mal gespannt. Machen werde ich es auf jeden Fall. Hab's beim Oma-Golfer gerade hinter mir. Ist richtig geil geworden. Und können wir mal gucken. So, jetzt der letzte Punkt, der wirklich krass ist. Das hier ist tatsächlich die Kiste mit Kabel, die da raus ist. Ne? Was sagt dein Wagen an? Das ist alles... Ist halt krass, ne? Wie viel Kabel man da nicht mehr braucht, ne? Das hier ist zum Beispiel das besagte Antennenkabel. mein Wagenarm kann in dem Moment leider nichts sagen, weil ich schon gewogen habe. Ach so. Okay. Das wäre jetzt unfair. Da würde ich an Glaubwürdigkeit verlieren. Ja, mehr als die Matten. 4,5 Kilo. Ja, aber krass. Und wir sind noch nicht ganz durch. Es fehlt noch der Strang in der Tür. Dort wird... Lautsprecher und elektrische Verstellung für die Spiegel wird auf jeden Fall weichen. Elektrische Fensterheber lasse ich drin. Das ist der einzige Luxus, den ich mir noch gönne. Ja, weil es ist halt schon so an der Rennstrecke, mal kommt der Streckenposter an, du bist fest in deinen Hosenträgergurten drin. Ne? Mhm. Wenn du nicht mal, musst du mir die Tür aufmachen und so. Die elektrische Fensterheber, das glaube ich, ist für den Anfang erstmal okay. Kann man immer noch irgendwann ausbauen, wenn man sie wirklich nicht benutzt. Bisher habe ich es halt immer viel benutzt, gerade wenn wir viel am Film sind. Ne? Ja. Deswegen die lieber noch drin lassen. Da gehen noch ein paar Gramm. Und diesen fetten Eumel, der ja nach vorne liegt, da liegen jetzt gerade ja logischerweise noch alle Kabel drin. Das heißt, alles, was eine Sicherung hatte,
Scheibenwischermotor hinten, das ganze Gedöns. Die Kabel liegen da ja alle noch bis zu der Unterbrechung da. Das heißt, ich sage am Ende haben wir wirklich 5 Kilo Kabel aus der Kiste geholt. Das ist gut. So, und da sind jetzt keine Kabel bei, die wieder rein müssen. Das ist wirklich alles erstmal Kabel raus, die nicht wieder rein müssen. Ne? So, ich würde sagen, jetzt schon wieder relativ langes Video zu sehen. Kleine Zusammenfassung jetzt am Ende auf jeden Fall noch. Das war jetzt erstmal Thematik Innenraum. Jetzt geht es weiter mit, der wird jetzt einmal lackiert. Und dann geht es schon weiter mit Zusammenbau. Hier kann ich noch, das hat, ich weiß nicht, ob ich es vorher schon gedacht habe, hier sieht man nochmal jetzt gut, hatte Wiechers direkt einmal, jetzt hört man gerade ein Flugzeug im Hintergrund, weil wir ja flughafennahe sind, einmal die Hosenträgergurte eingeschweißt für einen 6-Punkt-Gurt. Das heißt, auch zwischen den Beinen kommt ein Gurt raus und hinten gleich auch nochmal Aufnahmen gesetzt, dass ich wirklich auch den Sicherheitsgurt richtig fest im Auto habe. So, wir fassen das Video zusammen. 4,5 Kilo Kabel, 3,5 Kilo Matten sind 8 Kilo. 1,5 Kilo Gebläse sind 9,5 Kilo, 7 Kilo die Matte. Da sieht man mal, wie krass schwer die Matte ist. Ne? Mhm. Die Matte hat fast das gleiche wie Kabel und die ganzen anderen Matten. Ja, krass. 8, 9,5 plus 7 sind 16,5 Kilo. Das ist gut. Die wir jetzt schon wieder rausgeholt haben. Werden mit Sicherheit mehr sein, weil natürlich das eine oder andere auch irgendwo einfach mal verpufft, direkt ausgebaut, nicht gewogen wird. Sind ja schon etliche Kleinteile, die dann auch wegbleiben. Jetzt fahren wir aber mal einmal ganz kurz, wir beamen uns mal ins Außenlager rüber und wiegen mal die ganzen Teile, die wir rausgenommen haben. So, willkommen im Außenlager. Hier schlummert irgendwie Brutus noch. Viele fragen ja, was damit ist. Ich hätte ihn am liebsten schon in die Badewanne geschmissen bei Schwan, geht allerdings nicht, weil das ist GFK. Das wäre alles weg danach. Und das ist richtig ans Auto rangespachtelt. Das heißt, das kannst du vergessen, das geht nicht. So, verkaufen auf gar keinen Fall. Irgendwann wird auch dieses Auto noch seine Zeit bekommen und wird zu Ende gemacht. Also, ich habe mir unterwegs überlegt, Folgendes machen wir mal. Ich setze mich mal nachher ran, mach mal zum Abarth-Projekt eine Liste fertig, weil wir pushen das so krass mit den Gewichten, auch wenn der eine oder andere schreibt, es nervt ihn so ungefähr. Mich nervt das nicht, ich finde es geil. Ich weiß auch, dass ihr es geil findet und deswegen denke ich mal, bin ich euch eigentlich mal schuldig, dass ich mal alles zusammenschreibe und mal wirklich als Kommentar ganz oben anpinne, welches Teil wie wo viel gewogen hat. Mhm. So, aber wirklich so richtig, keine Ahnung, Verkleidung 1 Kilo, Himmel 2 Kilo und so weiter, dass jetzt rückwirkend ihr einfach wirklich mal seht, wie wo was gewogen hat. Ja, finde ich gut. Das ist, glaube ich, eine coole Sache, ne? Weil das ist ganz schön schon viel und ich finde auch, man lernt, übertrieben gesagt, fürs Leben was, weil man auf einmal Gewichte ganz anders einschätzen kann. Weißt du, ganz viele Leute kommen zu mir an und sagen, ey Digga, Rücksitzbank ausgerissen, 35 Kilo. So, ne? Wo ich dann so sage, keine Rücksitzbank der Welt wiegt 35 Kilo, außer vielleicht Format 8 mit Einzelsitz und Massage so ungefähr. Ne? Mhm. So schwer ist das Ganze mal gar nicht. So, und das werdet ihr jetzt nämlich sehen. Also, wir fassen zusammen, 16,5 Kilo haben wir ja schon geholt. Am liebsten würden wir ja auf 53 Kilo kommen. Das hat nämlich im letzten Video der Käfig gewogen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir anfangen, dass wir das alles draufkriegen. Also, hier ist erstmal eine Kiste, die ist randvoll nur mit den ganzen Plastikverkleidungen. Plastikverkleidung, dann sind da unten noch die originalen Gurte drin und so ein bisschen Gedöns halt. Fakt ist, alles was hier ist, muss nicht mehr eingebaut werden. So, 16 Kilo. Das wiegen wir jetzt nicht alles einzeln durch. Krass, ich hätte jetzt vom Gewicht her gedacht, das ist weniger. Ja, jetzt müsste man den Karton noch abziehen. Ja, so. Ein bisschen Karenz ist ja immer. Ich wiege es trotzdem mal einzeln durch und mache da mal eine Liste, weil das ist, glaube ich, ganz cool. So, hier haben wir dann einmal zusätzlich so Zeugs wie, das ist ja so dieses Multimedia für Anlage und so weiter. Das ist hier irgendwie so ein Komfortmodul, dann das originale Radio noch hier. Das Gute. Mit MP3, war noch Zeiten. So, jetzt müssen wir das hier mal stapeln. So, entschuldigt auf jeden Fall schon mal, wenn die Liste nicht perfekt wird in diesem Video, aber ich werde sie auf jeden Fall nach und nach überall nochmal hinfahren und auch mal so Corserie-Teile wiegen, weil da könnt ihr euch nämlich im nächsten Video drauf freuen. Würde richtig krass. Also das, was jetzt kommt, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ab jetzt wird es richtig, richtig interessant und richtig gut, weil jetzt kommen nämlich die ganzen Kracher. 20 Kilo, wird doch langsam. So, jetzt unsere schöne Clubsportmatte, die ich eigentlich so schön anfertigen lassen habe. Hm. Passt natürlich in den lackierten Innenraum auch nicht mehr. Schon sind wir bei 22.
typische Sachen. Eigentlich nur ein Plastikteil. Keine Lautsprecher mehr drin. Seitenverkleidung hinten links rechts. Wiegt eine 20,8, 24,4, 1,5 Kilo. Na krass. So, wobei jetzt 1,5 Kilo auch nicht viel ist, ne? Manche würden jetzt auch wieder denken, so Seitenverkleidung, Kofferung, boah, 15 Kilo. Mhm. So, nee. Also man kämpft beim Gewicht schon wirklich. Also Gewicht rauszukriegen ist immer gar nicht so einfach, wie man denkt. Umso krasser ist aber, und den Effekt müssen wir euch erst noch beibringen und zeigen, der Effekt, wenn ein Auto so leicht wird, was das für ein Ergebnis hat. Mhm. Weil das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. So, 26. Jetzt geht es weiter mit den Kollegen. Also, jetzt kommt zum Beispiel ein Kracher. Teppich. So, also der ist so leicht, dass ich ihn eigentlich, wenn der Innenraum nicht so cool lackiert wäre, wieder einlegen würde. 26, 3,8 Kilo. Ich hätte auch gedacht mehr. Ich ja sag nur, ich glaube, der Limo-Teppich waren 17 Kilo. Also. Na krass. Weil hier halt einfach kaum Dämmung dran ist. Ne? So, jetzt kommen die ganzen Kollegen noch dazu. Die sind hier irgendwie da drauf. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich, dass auf Anhieb dieses Turmbauen heute hier so funktioniert. 32, das waren jetzt so ein bisschen hier so Heckklappenverkleidung, die Säulen und so weiter. Und jetzt kommt nur noch der Teppich. Ja, und dann haben wir doch auf jeden Fall 50 Kilo raus. Ja, wir machen gleich Zusammenfassung. Jetzt kommt noch. Das ist halt wirklich ein Witz, das wiegt halt gar nichts. Also das ist rein nur. Was ist das jetzt, der Himmel, ne? Genau. Das ist rein nur für die Optik, was wir jetzt machen. Oh. Ein Zirkus auftreten hier. 33, 15. Aber wieder typisch beim Schrauben nicht eingesaut, aber beim Teil hin und her. So, bis hier ein. So, 33 Kilo haben wir aus dem Innenraum unwiderruflich rausgeholt. Plus, das ist natürlich jetzt wieder fast passt zu auffällig genau, plus 16,5 vorhin, sind wir bei knapp 50, 49,7. Mhm. Wenn wir jetzt ein paar Kartons und so weiter abziehen, sagen wir 49, wie ich das, 53 minus 3 Kilogramm die Strebe, die wir nicht mehr hinten reinmachen, weil wir keine Domstrebe hinten mehr brauchen. Das heißt, wir sind tatsächlich plus minus 0. Na geil. Und haben jede Menge Sicherheit dazu und jede Menge Rennsportoptik. Und dieses Auto, und darum geht es ja dabei, ist mal ein mittlerweile ein reiner Racer und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und mit diesem guten Gefühl machen wir im nächsten Video weiter.